So, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play FIFA 13. Heute müssen wir im deutschen Pokal gegen Hoffenheim. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken, ob das auch, das hätte ich eigentlich vorher machen sollen, aber gucken, ob das jetzt auch aktuell ist. Wir hatten ja vorher drei Spiele hintereinander gewonnen. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich bin mir da aber nicht sicher. Kann man irgendwie die letzten Ergebnisse noch mal nachgucken? Ja, Spiele und Ergebnisse, mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall gewonnen gegen Greuther Fürth. Moment mal. Da sind wir, glaube ich, falsch, oder? Ne, gegen Stuttgart, ja, genau, das war richtig. Gut, dann können wir gleich mal weitermachen. Oder? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Eigentlich müsste es richtig sein, weil wir hatten auf jeden Fall drei Siege, aber soweit ich weiß, waren wir da nicht schon viel näher. Also waren wir da nicht schon, mal gucken, wenn wir hier so runtergehen. Sind das jetzt die neuesten oder sind das die alten? Also 3-1 gegen Stuttgart. 2-0 gegen Greuther Fürth, 3-0 gegen Schalke haben wir auf jeden Fall gespielt, 1 gegen ist auch. Ja gut, das sind auf jeden Fall die Spiele, die ich schon hochgeladen habe. Passt schon so. Nein, so, dann nächste Partie, Spiel spielen. Ja, gegen Hoffenheim, Viertelfinale. Man erwartet ja von uns, dass wir den Pokal gewinnen. Wir haben natürlich Glück, dass deren Torwart verletzt ist. Und irgendein anderer Spieler auch noch. Das sieht also gar nicht mal so schlecht für uns aus. Und soll ich flanken oder was? Nee, auch nicht. Ja, dann halt nicht. So, dann wollen wir mal jetzt hier im Viertelfinale. Hoffen wir mal auf einen Sieg, zumindest auf ein spannendes Spiel. Auch wenn ich gerne 8-0 gewinnen würde, wäre gar kein Problem, falls das passieren sollte. Wovon wir aber nicht ausgehen. Wir haben schon die letzten drei Spiele gewonnen. Das kann natürlich theoretisch auch so weitergehen von mir aus. Aber noch wissen wir das ja nicht. So, jetzt. Ich bin übrigens eingespielt. Ich habe vorher schon. Oh, knapp gegen Dortmund 1-0 mit Bayern gewonnen. Ganz easy. Naja, gut, ging so. Doch, war eigentlich schon klar. Auch wenn in 20 Minuten sich von mir zwei Spieler verletzt haben, hoffen wir mal, dass es jetzt hier nicht so geht. Lahm und Müller. Wäre nicht so gut, wenn beide sich verletzen würden in diesem Spiel. Aber da hatte ich auch noch Ribéry und das waren schöne Zeiten mit Ribéry. Naja, hat uns verlassen und so. Da müssen wir aufpassen. Ja, den haben wir nochmal abgefangen. Und anstatt dass er da hingeht, lässt sich. Okay, das. Na gut, kann sich jetzt drüber streiten. Hat er eigentlich ganz richtig gemacht. Spielt sich lieber frei, lässt ihn den Ball, lässt ihn überlaufen. Scheiß auf seine Ausdauer. Hauptsache mir geht's gut. Och Mann. Ist halt blöd, wenn da niemand oder nur einer oder so frei steht. Das ist ja bis jetzt ein echt spannendes Spiel, muss ich sagen. Wir hätten immerhin schon einen Torschuss, wäre ja fast reingegangen. Ah, dringt mich gerade ganz schön nach außen. Das sollten wir nicht. Ich habe keinen Bock, dass er einen Einwurf bekommt. Oh. Das war knapp, meine Freunde. Hier jetzt Robben. Ach, scheiße. Nochmal Robben. Da gibt man lieber den Ball ab auf Müller. Und dann schießt er einfach mal Pfund. Schöner Schuss, muss ich sagen. Dafür, dass er keinen Anlauf genommen hat, war der Schuss gar nicht mal so schlecht. Ja, wie sagt ein Recken, bin ich nicht stark. Ja, gut, war klar. Na komm, schieß. Mach doch. Hallo. Okay. Es ist kein Abseits gewesen, als ob das kein Abseits gewesen ist. Aber selbst wenn wir hier rausliegen, ist mir das theoretisch ja schon fast egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde so. Oh lol. Nächste Saison, wenn dann oder so. Also, dass wir gewinnen sowieso und ich finde nicht. Und ob wir jetzt hier rausliegen oder im Finale. Im Finale ist es nur noch tragischer für uns. Wenn wir dann eiskalt verlieren. Anal penetriert werden. Die Gurgel durchgeschnitten bekommen. Uns die Radieschen von unten angucken. Da finde ich es dann auch besser, wenn man hier rausliegt. Weil jetzt mache ich mir ja noch überhaupt gar keine Hoffnung zu gewinnen. Auch wenn wir Freiburg letzte Runde übel zerfickt haben. Ich weiß gar nicht, 3-0 oder was? Oder noch höher, wer weiß. Ich weiß es gerade leider nicht auswendig, wie hoch wir da die Gegner zerstört haben. Auf jeden Fall, dass Martinez hier fast das 1-0 schießt. Habt ihr gedacht? Okay, wir sind wieder am Ball. Bleib am Ball, Digga. Müller. Oh, mach ihn doch. Iniesta, der irgendwie noch nie was gemacht hat in Bayern.
Also sind so an sich so vom Spieltechnischen her, haut er mich ja nicht so aus den Socken. Einfach Flank, obwohl da keiner in der Mitte steht. Trotzdem noch am Ball. Ah, Ball wieder verloren. Foul, ey! Ja, von wegen Ball als erstes, Digga. Beweis mal, Hurensohn. Holen wir uns ihn halt eiskalt wieder. Wir haben hier Druck. Jetzt müssen wir es natürlich nutzen, aber wir haben schon wieder den Ball verloren. Holen ihn uns aber wahrscheinlich gleich wieder. Genau jetzt. Wieder nach vorne. Gustavo. Auf Müller. Müller. Auf Gomez. Luis Gustavo auf Dante. Dante sie. Oh, scheiße. Gut, bis jetzt kann man sagen, wir sind die bessere Mannschaft, aber haben gerade keinen Druck nach vorne, um mal vor das Tor zu kommen. Und irgendwie auch keine Spieler anscheinend. Da muss man es halt so versuchen. Das klappt meistens nicht. Ja, diesmal war es, zumindest war es knapp. Aber ich sag mal so, die stehen da alle wirklich in einer Reihe. Oh, wir haben sogar einen Wurf, okay. Die stehen da alle quasi in einer Reihe, aber keiner läuft irgendwie mal ein Stück wenigstens nach vorne, dass man ihn anspielen kann. Und da ist dann halt das 1-0 nicht, lol. Da dann Ecke. Ja, der war zu lasch. Ja gut, das war klar. Da habe ich zu wenig gedrückt. Aber wir sind trotzdem noch im Ballbesitz. Vielleicht der Luis Gustavo. Ich sag mal so, es sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Das Bild ist nur, dass... nein, wieder zu wenig. Ein bisschen zu wenig. Oh. Das Bild ist eigentlich nur, wenn wir jetzt kein Tor schießen, wird 100 pro irgendwann Hoffenheim ihre Phase bekommen. Nehme ich mal an. Und dann machen die 100%ig Tore. Nehme ich mal an, dass das so wieder läuft, weil das ist so schon öfter in unseren Spielen gelaufen. Und jetzt fängt es nämlich schon an. Und wenn man dann natürlich bei solchen Versuchen da die ganze Zeit zu blöd ist, um Tore zu schießen, dann ist natürlich klar, dass man irgendwann mal bestraft werden sollte auch. Aber noch nicht. Noch ist unsere Phase nicht vorbei. Auch wenn Martin es gerade sau langsam war. Komisch. So, Gomez. Ist durch. Kann schießen, aber trifft nicht. Ja, ich hätte passen sollen in die Mitte. Sehen wir das nochmal? Nein. Gut, dann kann ich es leider nicht zeigen, aber trotzdem hätte ich in die Mitte passen sollen. So, der kommt gar nicht mal so schlecht. Jetzt müsste dann nur noch einer stehen, der köpfen kann. Aber dennoch haben wir weiterhin Ballbesitz. Also wie gesagt, es ist halt wirklich so. Wenn wir das jetzt nicht nutzen, dann ist GJ hier. Aber Hoffenheim ist, glaube ich, auch einer, den wir gerade in der Liga verfolgen, der auch 35 Punkte hat, glaube ich. Weil wir haben ja 34 und drei Mannschaften haben 35 Punkte. Was schon mal nice ist. Also finde ich persönlich, weil wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sollten wir eigentlich darauf hoffen, dass einer dieser drei Mannschaften keinen Sieg mit nach Hause nimmt. Wobei das dann wieder FIFA wäre, wenn es doch passieren würde. Und so, was soll ich sagen, so unlogisch wäre das auch gar nicht, dass dann die besten Mannschaften mal Siege mit nach Hause nehmen. Alle drei. Wenn wir auch ausnahmsweise mal vier Spiele gewinnen. Aber wir haben den Einverfolger haben wir sowieso schon besiegt. Das reicht eigentlich schon. Stuttgart, glaube ich. Also Stuttgart haben wir besiegt, ich weiß nicht, ob das der Verfolger war. Oder einfach nur eine random Mannschaft. So, Halbzeit. Ja, das sieht bis jetzt ja nach einem Elfmeterschießen, nach Verlängerung erstmal aus. Und Wolfsburg führt gegen Mainz. Ja, es wäre halt blöd, jetzt schon rauszufliegen. Es ist zwar besser als im Finale, aber ich will nicht von Bayern gefeuert werden, weil das ist blöd, wenn man gefeuert wird. Das ist voll blöd. Und außerdem würde ich dann gerne noch eine Saison oder sowas spielen. Da muss man mal gucken. Diesmal mache ich sogar nicht den Fehler. Ich schieße einfach. Auch wenn ich nur kurz gedrückt habe, schießt der sogar schon übers halbe Feld. Schade, hätte ich den jetzt per Grätsche bekommen. Wäre das nice. Ja klar, und das ist keine Foul. Willst du mich rollen, Alter? Ich hoffe ja, dass Braunschweig aufsteigt. Das wäre lustig. Wir könnten auch zu Braunschweig wechseln. Auch wenn die nicht aufsteigen. Mal gucken, ob da frei ist, weil ich wohne in Braunschweig. Und wenn ja, dann nehmen wir uns als Ziel aufzusteigen. Aber müssen wir mal gucken, weil wenn wir sowieso gehen, dann können wir auch einfach alle guten Spieler am Ende der Saison verkaufen und dann gehen. Wäre zwar fies, aber würde Bayern emotional und in der Liga komplett zerstören. Und vielleicht sehen wir sie dann ein Jahr später in der zweiten Liga, wenn wir nicht aufsteigen. Aber wie gesagt, muss ich mal gucken, was für Projekte ich bis jetzt noch mache. Game of Wars will ich ja zum Beispiel so schnell wie möglich beenden, damit ich dann an dem Tag FIFA hochladen kann. Weil ich gerade viel zu viele Projekte wieder kriege.
League of Legends kann man auch streichen. Ja, geht schon. Aber bis jetzt sind wir hier immer noch die bessere Mannschaft. Aber wie gesagt, noch kein Torerfolg gehabt. Aber wir haben ja noch haben wir Zeit, allerdings bei solchen Fehlern, da müssen wir uns nicht wundern, dass wir hier keine Tore schießen. Bayern, Bayern. Ja, man müsste einfach nur ein Tor schießen. Was ist jetzt los? Für was kriege ich jetzt die gelbe Karte? Ach so, ja, genau. Dieses Spiel, das ist einfach nur so fail, ne? Ich stehe da nur rum, ich block den Ball ab und er läuft gegen mich und ich krieg dann die gelbe. Es ist so fail. Wenn die jetzt das 1-0 schießen, dann schieße ich mir auch ein Tor her. Weil das ist mir definitiv zu unfair. Aber zum Glück nicht. Ah, okay, nein. Ja, weil, also ich will, wenn, dann schon fair spielen. Und ich meine, das war niemals ein Foul. Ich meine, wenn er dann gegen mich läuft, okay, natürlich, da gibt es irgendwie eine Regel, die ich in den Weg stellen. Oder, naja, gut. Irgendwas gibt es da schon für eine Regel. Auf jeden Fall, doch nicht, wenn er mich anschießt und er dann gegen mich läuft, das ist seine Schuld. Dann kriegt man auf jeden Fall nicht eine gelbe. Wenn, dann ist es vielleicht ein Foul, aber... Oh Mann, Müller! Lern spielen, du Huso! Ja, GG. Ja, das war's. Oder auch nicht. Aber Junge Müller, ey nein, Müller, komm. Ja, mach weg, ich will den Wechsel da nicht sehen. Oh Mann, wie verbuggt das schon wieder ist. Aber wir haben keinen anderen ZOM, dann lassen wir das so. Groß, glaube ich, verletzt oder so. Ja, und jetzt steht das da die ganze Zeit, oder was? GG, Freunde, GG. Nice, aber ich sag mal so, nach 3 Monaten, wenn das Spiel erhältlich ist, da verlange ich sowas noch gar nicht, dass sowas als Bug entfernt wurde. Da kann man sich ruhig Zeit lassen. Schade, ich wollte in die Mitte passen, hätte ich auch selber machen sollen. Aber ich finde, sowas ist eher dann schon so ein Tor, das man dann halt hat. Ist immer besser. Ach, schade, dann haben wir fast... Ja, jetzt steht das da die ganze Zeit, oder was? Jetzt, wir wechseln gleich aus. Können wir jetzt noch auswechseln, weil ich habe keinen Bock, dass das die ganze Zeit steht. Was ist das denn, Junge? Ja, aber wen sollen wir rein? Und wir holen einfach mal Shaqiri für Iniesta rein. Ah, toll, jetzt wird er erst ausgewechselt, wenn das nächste Mal der Ball im Aus ist. Und der Spieler da fällt auch einfach mal von ihm hin. Ist natürlich gut, weil es nicht meiner war diesmal, aber... Trotzdem ist es scheiße. So, der sollte da gar nicht hin. Obwohl es trotzdem ganz gut war. Naja, gut, geht so. Na, kriegst du den? Ja. Oh ja, Junge, wir wissen jetzt, dass der ausgewechselt ist. Hallo. Ademark habe ich auch zum ersten Mal. Kann natürlich auch sein, dass der neu entstanden ist. Allerdings bei welchen Updates denn? Es wird ja sowieso nichts geupdatet hier. Habe ich zumindest so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich spiele allerdings auch kein FIFA mehr. Also ich let's play das nur noch. Oh Mann, ja, die stehen aber auch nice. Das muss man einfach mal sagen. Und super, ja! Dreh dich nicht um zum Passen! Pass einfach blind nach hinten. Nice, good job. Ja, sieht bis jetzt auf Verlängerung aus und ich sag mal, so in der Verlängerung oder spätestens im Elfmeterschießen werden wir dann hundertprozentig verlieren. Nehme ich mal einfach an, kann man ja mal so sagen. Oder die schießen in der Verlängerung schon das Tor, aber ich glaube nicht, dass wir in der Verlängerung dann noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie mal gewinnen, Junge, weil dieses, das nervt da unten einfach. Weil, ich weiß nicht, da guckt man, ich gucke da eigentlich gar nicht hin, aber du siehst da unten halt weniger. Und eine bessere Ausrede fällt mir gerade dazu leider nicht ein. So, Iniesta oder wer auch immer gerade den Ball hatte. Jawohl! Geht doch! Gomez. Oh. 84. Minute, nice. Das können wir uns auch mal angucken. So, jetzt wird wer ausgewechselt. Ich hoffe, ja, jetzt wird... Ja, endlich, ey. So, das ist natürlich blöd, weil ich glaube, das ist sogar die falsche Position. Ich weiß nicht, war das jetzt... Ist das jetzt die linke Seite, wo der spielt? Aber wenn, ist mir auch scheißegal. Hauptsache, dieser Dreck da unten ist weg.
So, jetzt müssen wir das noch 5 Minuten halten, dann haben wir hier gewonnen und sind im Halbfinale. Dann haben wir vielleicht doch noch Hoffnung zu siegen. Oder Hoffenheim surrendert, das geht auch. Aber glaube ich nicht, weil es sieht schon so aus, als ob die jetzt das Tor schießen. Oh, nice. Oh ja, gib mir irgendwelche Spieler. So, da steht leider keiner. Ja, auf einmal, guck mal, das finde ich immer so komisch. Weißt du, auf einmal hat Hoffenheim so richtig Mut und spielt so richtig nach vorne. Weil ich persönlich ändere ja nichts an meiner Spielweise, wenn ich jetzt ein Tor schieße. Aber auf einmal ist Hoffenheim so richtig stark, so richtig frisch und so. Weißt du, als ob das Tor das auf einmal freigerüttelt hat. Weißt du, und wir spielen halt einfach noch schlechter als vorher. So von wegen, oh, scheiß drauf, 1-0 reicht ja. Das finde ich so ein bisschen, ja, weil die Mannschaft wird ja nicht besser so, oh, wir liegen 1-0 hinten, das Spiel geht schon los. Ach, das haben wir gar nicht mitbekommen, tut mir leid. So, wir können ruhig spielen. Wir müssen uns gar nicht beeilen, die müssen kommen. Auf Zeit in deren Hälfte spielen ist sowieso das Geilste, wenn man es könnte. So einfach nochmal faulen, ist scheißegal. Hauptsache, das kostet ihm wieder Zeit. So, Nachspielzeit stand da gerade, jetzt leider nicht mehr. Vielleicht gibt er ja Pass, nein, er spielt nach vorne. Oh, wir können ruhig spielen, wir haben Zeit. Allerdings sollten wir irgendwie in die gegnerische Hälfte kommen. Aber der Typ nervt gerade, der Typ da vorne von mir spielt sich jetzt erst frei. Und verliert sofort den Ball. Das ist Gomez. Gut, merken wir uns. Gomez ist schon mal Crap. Das Blöde ist, man kann eigentlich auch sehen, ob es Verlängerung gibt. Nein, das Spiel ist zu Ende. Gut, sind wir im Halbfinale. Das Blöde ist ja, dass man bei sowas immer sieht, ob es eine Verlängerung gibt, weil kommt ja darauf an, wie lange das Video noch geht. Ich müsste das jetzt noch 3 Minuten laufen lassen vorher, dann könnte man das glauben. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen Wolfsburg. Und auf der anderen Seite, die haben noch nicht gespielt. Ja. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wolfsburg ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man schlagen kann. Oh nein. Oh, achso. Oh, 52.000 haben wir bekommen. Neues. Oh, Junge, nein, checkt ihr es nicht, oder wissen das? Nee. Aber die geben mir jetzt zumindest mehr, als die Spieler wert sind. Anstatt, dass sie aber auch sowas wie Van Beuten zum Beispiel kaufen, weißt du, weil man den Spieler nichts anfangen kann. Neuer, ja, ich gebe Neuer ganz sicher weg, da hast du aber Hoffnung, Digga. Oh, Transferangebot. Oh, Junge, das sind... Oh, wer ist denn das? Weihrauch, den kenne ich gar nicht. Ja. Klar. Nehmt ihn mal. Er ist glücklich. Weißt du, er spielt nie bei uns, aber er ist trotzdem glücklich. Da ist der Spieler schon mal weg, aber den braucht mir sowieso nicht mehr. Den kenne ich gar nicht. So, endlich. So, dann können wir jetzt endlich auf weiter drücken. Dann ist jetzt wahrscheinlich Pause oder sowas. Spiel ist auskuriert. Toni Kroos darf wieder spielen. Das ist eine gute Nachricht. Lassen wir aber dennoch erstmal draußen. Ja, da hat er allerdings recht. Das können wir eigentlich wirklich ganz kurz mal machen. Ja, die Verträge checken. Weil der will unbedingt, dass er mehr Gehalt bekommt. Brauchen wir eigentlich nicht. Wie viel Gehalt haben wir denn noch? Ja, komm, dann kriegst du jetzt mehr. Kriegt er 150 jetzt, das ist 10.000 pro Spiel mehr. Ich weiß gar nicht, was will der denn damit? So, auf jeden Fall, Verhandlung läuft. Okay, der ist also aber sowieso noch 3 Jahre zahl. Aber wenn er annimmt, wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Wir würden gerne, ja nee, ich will, wenn will ich zu Deutschland. Ja, ist klar, komm, Junge, du kriegst 10% oder ungefähr so viel mehr Gehalt, naja, nicht ganz weniger, aber er kriegt halt schon mehr Gehalt, aber er lehnt halt ab, aber er ist trotzdem nicht mal noch 3 Jahre da, ja, also hat er Pech gehabt, bleibt er halt nur noch so lange. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall gegen Mainz. Mainz ist momentan 12 da, wenn wir das gewinnen, werden wir wahrscheinlich dann in den besten Rängen. Auf jeden Fall bis dahin, tschüss und viel Spaß.